Hallo, heute möchten wir Ihnen eine stufenlose Motorregelung für Gleichstrommotoren vorstellen. Wir zeigen Ihnen den Gleichstromkabelanschluss an unserem Demonstrationsaufbau sowie die Einstellung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeit. In unserem Beispiel haben wir als Energiequelle ein Netzgerät ausgewählt und die Motorregelung in einem Schaltkasten verbaut. Dieser ist bereits vorverdrahtet, in unserem Fall mit einem Potentiometer und einem Drehrichtungsschalter. Angesteuert wird ein 24 Volt Gleichstrommotor in Kombination mit einem Schneckengetriebe. Die hier noch fehlende Verkabelung ist schnell gemacht. Am ausgeschalteten Netzteil schließen wir das Plus- und Minuskabel an. Statt eines Netzgerätes kann man natürlich auch einen Trafo oder eine Batterie nehmen. Da es sich hier um einen Versuchsaufbau handelt, haben wir auf elektrische Absicherungen verzichtet. Nun verbinden wir das Netzteil mit dem Regelgerät. Hier schließen wir die Plus- und Minusdrähte am Spannungseingang der Regelung an. Dann wird die Verbindung vom Regelgerät zum Gleichstrommotor hergestellt. Anschließend werden die Drähte mit dem Gleichstrommotor verbunden. Da der Antrieb ohne Belastung läuft, verzichten wir auf einen höheren Drahtquerschnitt bzw. einer Doppelverdrahtung. Nun können wir den Aufbau in Betrieb nehmen. Zuerst schalten wir die Stromquelle ein und regeln sie auf 24 Volt. Wie an der grünen LED der Motorregelung zu erkennen ist, liegt nun Spannung an. Dann stellen wir den Drehrichtungsschalter auf Rechtslauf. Das Potentiometer wird auf Maximum gedreht und der Getriebemotor setzt sich entsprechend in Bewegung. Wir schalten auf Stopp und wiederholen den Vorgang im Linkslauf. Der Motor läuft einwandfrei. Sollte eine individuelle Hochlaufzeit bzw. Verzögerungszeit gewünscht werden, können wir dies an die Trimmerpotis ACC für die Hochlaufzeit und DECEL für die Bremszeit vorgeben. In unserem Beispiel werden beide Werte von 2 auf 8 Sekunden erhöht. Bei einer Rechtsdrehung der Trimmerpotis werden die Zeiten verlängert und bei einer Linksdrehung entsprechend verkürzt. Für unsere Änderungen drehen wir die Stellschrauben ca. 20 Mal rechts herum. Nun starten wir erneut und sehen, dass die gewünschten Werte erreicht werden. Mit dem vorgeführten Gerät lässt sich je nach den gewünschten Einsatzbedingungen die Beschleunigungs- und Verzögerungszeit ideal anpassen. Weitere Optionen des Gleichstromreglers sind in der technischen Beschreibung des Online-Shops und in der Videobeschreibung zu finden. Abschließend möchten wir noch erwähnen, dass die Gleichstrommotoren für den S2-Aussetzbetrieb ausgelegt sind und sich mit den meisten von uns angebotenen Getrieben kombinieren lassen.